Jojo und willkommen hier zu einer neuen Folge Craft Attack! Und ja, letzte Folge hatten wir über ein paar neue Projekte geredet. Ich bleib mal kurz hier in F5, dann wirklich ein bisschen seriöser. Hier zieh ich auch mal meine Rüstung aus. So. Wir haben letzte Folge über ein paar Projekte geredet. Nämlich habe euch nämlich gefragt, schreibt mir noch mal in die Kommentare, welche Projekte ihr euch wünscht. Und ich habe jetzt eine kleine Straw Poll aufgemacht. Ich schau mal ganz kurz, ich habe die nämlich auf Twitter gepostet. Ich aktualisiere mal eben. Der ist momentan schon. Nach welcher Zeit? Ich muss euch mal ganz, ganz kurz loben, weil das ging jetzt schon super, super schnell. Nämlich nach 21 Minuten schon, ja, 718 Votes ist auf jeden Fall eine super coole Sache. Ich schau mal eben. Noch nicht mal 21 Minuten. Ja, ein bisschen. Ja, okay, 26 Minuten. Und der Tweet hat auf jeden Fall 300 Favos und das hat jetzt 722 Votes. Ist auf jeden Fall ordentliche Sache. Und momentan führt Beat the Rotpilz in verschiedenen Spielmodus. Ich kann noch mal eben sagen, was da so alles drin vorkommt. Ihr könnt aber unten in die Beschreibung auf den Link klicken und bitte abstimmen, was ihr gerne halt als Projekt sehen würdet. Und das wäre natürlich cool, wenn ihr da unparteiisch sein würdet, nämlich unabhängig von der Endabstimmung, sondern einfach das, was ihr euch halt wünscht. Und die momentanen, also ich habe jetzt halt rausgefiltert, ich habe mir gestern die Kommentare durchgelesen, das waren irgendwie 1400 oder sowas, also es waren schon mega viele Kommentare. Und ich habe jetzt halt rausgefiltert, welche Modis halt Modis ist das falsche Wort, welche Projekte ihr am meisten sehen wollt. Und da waren unter anderem Minecraft Crash Landing mit Cuddle, Minecraft Diversity mit Cuddle, Feed the Beast, Agrarian Skies, was ich auch mal gesehen habe bei Generic B, das ist ein super cooles, super coole Map, halt einfach Feed the Beast auf so einer Art Skyblock-Map mit so verschiedenen Challenges und Quests und so, ist eine super coole Sache. Beat the Rotpilz in verschiedenen Spielmodis, das ist eine super coole Idee gewesen, da habe ich mir auch gedacht, ich habe ja auch letztens nochmal Baubash gespielt und ich hatte letztens eine super krasse Punktzahl erreicht und wäre ja cool, wenn man da auch in verschiedenen Spielmodis dann einfach mal so einen virtuellen Schwanzvergleich machen könnte, wenn man das so sagen kann. Mod-Reviews haben sich auch ein paar Leute gewünscht, halt von verschiedenen Mods. Chuck Rotpilz mit neuen Maps haben sich sehr, sehr viele sogar gewünscht. Und Happy Wheels wurde auch sehr, sehr oft gewünscht, was mich sehr, sehr gewundert hat, weil hätte gar nicht gedacht, dass so viele Leute an Happy Wheels begeistert sind. Und ja, ich gehe mal wieder ins Spiel, damit euch das hier nicht so langweilig ist. Geht auf jeden Fall auf den Link in der Beschreibung und dann stimmt da mal ab und macht halt euren Votschein einfach für euren Liebling und dann werde ich das nämlich dann am besten dann im nächsten Video rausfiltern. Was halt am meisten gewotet wurde, das brauche ich eh nicht, das kann wieder rein. Und ja, wie gesagt, dann werde ich es halt im nächsten Video dann erwähnen, was so am meisten gewotet wurde. Und das werde ich dann machen. Oder ich werde halt auch einfach zwei von den Dingern machen, mal gucken, wie ihr euch das halt wünscht. Vielleicht nehme ich auch die zweitmeist gewoteten Spiele, die dann... Nobody knows that. Aber wäre natürlich eine super coole Sache, wenn ihr da hingehen würdet und da abstimmen würdet, weil dann könnt ihr nämlich auch Teil der Abstimmung sein. Und halt für die Leute, die da nicht reingekommen sind, die sich aber trotzdem was anderes gewünscht haben, weil ich habe ziemlich viele Wünsche gesehen, die wurden halt selten gewünscht. Da kamen dann aber auch so Sachen wie solche Spiel League of Legends. Das kam auch hin und wieder mal, aber das habe ich persönlich nicht aufgenommen, weil ich werde jetzt zwar, was das angeht, bestimmt ein paar Hasskommentare bekommen, aber ich bin zum Beispiel so ein Typ, ich mag League of Legends gar nicht. Also ich habe League of Legends schon mal gespielt, aber es ist irgendwie... Also ich sag jetzt nicht, das Spiel scheiße, sondern irgendwie, ich bin nicht so der Fan von so Spielen, so generell. Ich brauche irgendwie so meine Freiheit, ich brauche so ein bisschen Open-World-Games, sowas wie GTA und Minecraft halt. Das ist ja beides so Open-World, so, naja, beides in einem anderen Sinne, aber halt, ihr versteht schon, was ich meine. Und, so, deswegen bin ich auch nicht so ein Fan, ich bin jetzt nicht so mega Fan von Call of Duty, weil das begrenzt einen halt immer noch auf eine bestimmte Map oder sowas oder halt auf den Multiplayer und das ist halt irgendwie... Ich weiß nicht, war noch nie so wirklich was für mich. Deswegen, League of Legends werde ich, glaube ich, niemals machen. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Und da tun mir die Leute auch echt leid, wenn die das vielleicht bei mir gesehen hätten. Tut mir wirklich super leid, aber die Dinge, die ich ja hochlade, müssen mir ja auch Spaß machen. Aber ja, viele Leute haben auch GTA 5 hier vorgeschlagen, für wenn das für Dings rauskommt. Für PlayStation, wenn das rauskommt, dass ich das mache. Kann ich natürlich machen. Gar keine Frage. Werde ich auch vielleicht sogar machen. Also ich habe nämlich auf jeden Fall geplant, mir halt GTA 5 dann halt für PlayStation zu holen. Ich habe es für Xbox, aber ich habe so eine richtig alte Xbox und die hat irgendwie, weil die hatte noch kein eingebautes WLAN-Dingens und ich muss mich immer mit WLAN verbinden. Ich bin auch jetzt momentan mit WLAN drin. Und weil irgendwie die so alt war oder so, war das WLAN, muss ich mir so ein extra WLAN-Ding holen und das ist voll kacke und dann fliege ich immer aus den Online-Servern raus und ja,
ist halt nicht so mega top. Deswegen hole ich mir das halt für die PlayStation. Und wenn das halt dann ausreichend funktioniert, dann werde ich es auch online spielen, sofern ihr das wollt. Also dann könnt ihr mir das ja mal in die Kommentare schreiben. Dann werde ich mir da auch mal ein Konzept zu ausdenken. Wäre natürlich eine super coole Sache. Aber ja, da kamen noch so ein paar Sachen halt so, die halt wirklich nur einmal vorgeschlagen wurden. Sowas wie Pokémon Feuerrot oder sowas. Und das sind halt so Sachen, die Leute, die das halt vorgeschlagen haben, tut mir echt leid für die Leute, die halt dann im Endeffekt dann nicht ihre Idee, ihren Wunsch dann halt erfüllt kriegen. Aber ich habe halt bewusst nur die Dinge genommen, die ganz, ganz oft vorgeschlagen wurden. Und ich denke mal, da haben auch alle Verständnis für. Ja. Falls ihr irgendwelche anderen Wünsche habt und die nicht rankamen, dann könnt ihr ja trotzdem weiter vorschlagen. Ich bin mir ganz sicher, dass, wenn ihr da was Gutes habt, dass da auch viele Leute dann dieselbe Meinung teilen und dann wird nämlich dann bald auch euer jeweiliger Wunsch dann vielleicht in Erfüllung gehen. Aber wie gesagt, ein paar Sachen habe ich halt bewusst schon rausgefiltert, sowas wie halt League of Legends einfach aus dem Grund, weil ich das halt einfach nicht hochladen mag, so. Das ist halt so nichts, was ich jetzt zwangsläufig so auf meinem Kanal bringen möchte. Es haben auch Leute geschrieben, World of Warcraft. Ich spiele halt in letzter Zeit privat relativ viel World of Warcraft, aber das ist so ein Spiel, das möchte ich nicht unbedingt hochladen, halt, weil es gibt immer so geteilte Meinungen über World of Warcraft. Und ja, halt, ich meine, das mögen zwar viele und so, aber da ich das privat spiele, ich glaube, ich lasse das lieber privat und ich möchte nicht, dass ich irgendwie dieses Feeling habe, wenn ich das spiele, dass ich das dann aufnehmen muss oder so, weil ich will mich nicht irgendwie zwingen, World of Warcraft zu spielen, bevor dann noch irgendwie so eine Sucht entsteht. Das wäre natürlich schade. Deswegen, weil zum Beispiel Minecraft spiele ich halt auch irgendwie relativ seltener privat, seitdem ich halt einfach Minecraft-Videos mache, weil früher war es wirklich so, dass ich halt, also ganz, ganz früher war es wirklich so, dass ich fast nur privat Minecraft gespielt habe. Also ich habe richtig viel privat Minecraft gespielt, keine anderen Spiele. Und heutzutage ist es halt wirklich so, dass ich das meistens nur noch spiele zum Aufnehmen oder halt offscreen Craft Attack. Also dafür spiele ich es halt oder halt zwischendurch mal auf meinem Server halt eine Runde Bow Bash oder sowas. Das ist halt das Einzige, was ich wirklich spiele. Und ganz selten mal Survival Games oder so. Halt auch manchmal mit Abonnenten oder so, wenn die auf dem Server sind, dann spiele ich auch schon mal eine Runde Bow Bash. Da bin ich nämlich immer für eine Partie immer dabei, wenn ich mal auf meinem Server, also auf Dust halt bin. Wo es übrigens bald auch ganz, ganz viele coole neue Sachen gibt. Was genau, werde ich jetzt nicht detailliert sagen. Aber da werden bald sehr, sehr coole Neuerungen kommen. Und bevor ich dazu viel verrate, halte ich lieber mal die Klappe. Ich sag nur, dass es das bald coole Neuerungen geben wird. Und ich glaube, die werden den einen oder anderen, die vielleicht noch nicht auf Dust gespielt haben, die Leute, die den Server nämlich nicht kennen, dustmc.eu und de und net und alles mögliche, das funktioniert alles. Das ist halt mein Server mit unter anderem Gulu-Fan. Gulu-Fan sage ich schon, nein. Mit Gulu-Fan und Splexcraft. Aber Gulu-Fan ist jetzt schon in letzter Zeit ein bisschen inaktiv geworden, leider. Sad Face. Ja, falls ihr den überhaupt kennt. Ja, da habe ich nämlich einen kleinen Server und da gibt es nämlich ein paar Spielmodis. Und da spiele ich auch hin und wieder mal. Das habe ich da gestern hingebaut. Ein bisschen mit Mobs gespielt, nicht wundern. So. Ja, das ist halt mein Server und da spiele ich auch mal hin und wieder. Also wenn ihr mal mich da irgendwo erhaschen wollt oder sowas, ich spiele auf jeden Fall immer Bow Bash. Das ist das Einzige, was ich spiele, wenn ich dann mal Minecraft spiele. Und ist meiner Meinung nach ein super cooler Spielmodus. Und der macht mir super, super Spaß. So viel dazu. Ich hoffe mal, dass dass die Abstimmung nämlich gut verläuft, nämlich, weil ich würde nämlich super gerne nämlich dann mal irgendwas, ein neues Projekt starten. Sagen wir mal alle so, es werden so viele neue Projekte gestartet und dann wird es nicht weitergeführt und sowas. Und viele Leute fragen auch, zum Beispiel, wo Adventure Time geblieben ist und so. Und, ja, gute Frage. Also da sollte eigentlich ursprünglich wieder kommen. Aber ich glaube, da wisst ihr genauso wenig wie ich momentan. Also da es fragen immer so viele Leute, wo halt Adventure Time bleibt. Aber, da wisst ihr nicht besonders viel mehr als ich, weil wir haben da eigentlich gar nicht mehr so wirklich, wir haben das gar nicht mehr thematisiert. Und kann sein, dass es das wieder in der Zukunft wird, ob das wieder thematisiert wird, aber weiß ich gerade gar nicht so genau. Also ich müsste mich da, glaube ich, nochmal mit Tadel, Adi und Revi zusammensetzen halt, wenn wir uns da mal irgendwann an einem Abend erhaschen. Oh, das ist Glas, Alter. Schön gemacht, lieber Mangro. Ja, da müssen wir uns mal an irgendeinem Abend müssen wir uns mal erhaschen und dann mal ausgiebig darüber reden.
was denn mit Adventure Time los ist und ob wir das denn überhaupt endgültig abschließen, weil so genau weiß ich das nämlich gar nicht, weil das hat ja einfach so geendet, ohne irgendeinen Grund und so, also nicht, dass ihr irgendwie denkt, da gäbe es einen Grund für oder wir hätten uns gestritten oder so, weil da gab es schon voll die Theorien, aber das hat einfach aufgehört, einfach so, also, ja, also, es war anfangs, glaube ich, so, dass Tuttle und Adi in L.A. waren oder sowas. Und dann hatten wir halt keine Zeit mehr zum Aufnehmen und dann haben das irgendwie alle vergessen, glaube ich. Ich habe es auch voll krass vergessen, deswegen kann man es ja keinem übel nehmen. Und ja, wer weiß, ob sich das in der nächsten Zeit mal wieder erfüllen wird. Nobody knows that shit. Ich versuche aber jetzt erstmal wieder Gold zu holen, weil viele Leute haben geschrieben, ihr findet das cool, wenn ich Gold hole. Deswegen denke ich mal, werde ich das machen. Ich muss mich hier richtig hinsetzen, ey. Ich sitze hier wieder wie so ein Penner. Ich hänge immer so richtig tief hier unten, versteckt hinter dem Mikrofon. Und dann bin ich wieder, dann rutsche ich immer in der Facecam und dann, was immer so lustig ist, wenn ich halt in der Nachbearbeitung dann später beim Cut sehe ich dann immer, oben ist dann diese runde Facecam und dann sehe ich, dass irgendwie ab einer bestimmten Minute mein Kopf einfach total tief ist. Und dann ist er nicht mehr mittig und dann ist oben zu viel Platz. Und dann mache ich immer so einen kleinen sneaky Cut, dann schneide ich das und dann rutsche ich mich, dann mache ich wieder diese Kreisposition nach unten. Und manchen Leuten fällt das gar nicht auf. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist, schreibt doch mal in die Kommentare. Aber das mache ich manchmal, weil ich ein kleiner sneaky Boy bin. Ja. Und jetzt hole ich mir erstmal nochmal ein bisschen EP. Auf einmal, seit wann nehme ich eigentlich auf? Das möchte ich jetzt nochmal nachgucken. Höchst professionell in der Aufnahme nachgucken. 35 nehmen wir auf. Okay, dann habe ich nicht mehr sehr, sehr viel Zeit. Also seit 35. Wir haben jetzt 14.47 Uhr. Relativ früh. Und ich muss nämlich heute auch noch aufnehmen. Weil ich bin nämlich heute mit dem guten Os von Waititi unterwegs. Deswegen muss ich nämlich mal am besten jetzt aufnehmen. Also deswegen nehme ich jetzt was früher auf, sonst hätte ich mich was später aufgenommen. Und ja, kommt mal bitte alle hier. Bitte, danke. Deswegen nehme ich was früher auf, weil ich habe nämlich heute keine Zeit mehr. Oder relativ wenig Zeit. Und deswegen hau ich mal hier ein bisschen in die Pötte. Kommt, Alter, spawnt, meine guten Freunde. Spawnt alle. So, und jetzt hole ich die mal wieder. Mache ich ungefähr dreimal oder so, dann kriege ich wieder ein bisschen EP. Oder? Kommt alle her, Freunde. Das ist auf jeden Fall effizienter als das mit dem Minecart, habe ich das Gefühl. Deswegen mache ich das einfach immer so. So, und dann wieder wegrennen. Irgendwie, also mit dem Minecart mache ich schon was länger nicht mehr. Ich weiß auch nicht, wer die Treppe da hingebaut hat. Die habe ich da nicht hingebaut. Aber scheinbar hat noch jemand erkannt, dass es ohne Minecart teilweise sogar effizienter sein kann. So. Aber erstmal hier, Freunde. Kommt her. Boah, diese Kleinen, ey, ich hasse die. Na los, geh da rein, du Dummkopf. Los, komm her. Ohne Witz, ey. Ihr kommt auch noch her, komm da hinten. Los, kommt, hau rein. Hey, warum kommt der denn nicht? Los, komm. Du Spasti, ey. So, bitte ein bisschen schneller. Ja, bitte schneller. Vielen Dank. So, und dann direkt wieder zurück. Dann hole ich nämlich nochmal ganz, ganz schnell das Gold und verpiss mich nämlich dann mal nach Hause. Weil ich habe nicht mehr so viel Zeit. Meine Zeit ist gleich vorbei. Weil ich möchte mich nämlich immer an 15 Minuten halten. Ein paar Leute haben schon spekuliert, ob es irgendwie eine Zeitbegrenzung bei Craft Attack gibt. Die gibt's aber nicht, weil ich versuche nämlich immer meine Folgen einfach auf eine bestimmte Länge zu halten. Damit nicht ein paar Leute dann irgendwann ab der Mitte oder so wegschalten oder so. Oder sich sagen so, die ist zu lang oder die ist zu kurz. Deswegen mache ich immer knackige 15 Minuten. So, wunderbar. Habe ich hier Gold? Ja, wunderbar. Wunderbar. Wunderbar im Wortwörtlichen, würde ich mal sagen. So, und dann zurück nach Hause, würde ich mal sagen. Habe ich auch heute schon oft gesagt, würde ich mal sagen. Ist, glaube ich, so das neue quasi. Warte mal. Für die Hero-Zuschauer, die haben jetzt verstanden, warum ich mir jetzt eine geben musste. Ja. Haha. Ich habe nämlich das böse Wort gesagt. Ich hatte nämlich damals ein böses Wort, was ich natürlich jetzt nicht mehr sagen darf, was ich gerade eben gesagt habe. Und dann habe ich damals in Hero mal gesagt, wenn ich das jetzt nochmal sage, dann gebe ich mir eine Schelle. Weil ich habe das so oft gesagt, dass es mich schon selbst genervt hat. Und ja, ich musste mir gerade eine Klatsche geben, weil ich das gesagt habe. War natürlich sehr, sehr doof. Aber was soll man tun? So, jetzt erstmal wieder nach Hause.
Und hier rein habe ich mich auch nochmal Gold bekommen. Werde ich das nämlich dann einfach in der nächsten Folge oder irgendwann später dann in Goldkarotten umwandeln. Aber ich würde mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Wertung da. Und sehr, sehr wichtig, schaut in die Beschreibung und klickt auf den Strawpoll-Link und stimmt dann einfach mal ab, was ihr nämlich gerne sehen wollt. Ihr könnt da nur einmal voten, deswegen votet mit Bedacht. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!